Ich freue mich, dass Christiane Dietze wieder hier ist. Wir arbeiten seit vielen Jahren im Ausbildungszentrum in Wolfratshausen zusammen. Sie macht dort Kurse, wir sind gute Freunde geworden. Und ich freue mich jetzt schon, was sie Ihnen dieses Jahr zu bieten hat. Das Thema ist 2012, Quantensprung im Bewusstsein. Wir haben schon 2012, wir sind schon gesprungen. Es ist die Frage, wo wir landen. Vielleicht kann sie uns eine Antwort geben. Ich übergebe an dich das Wort. Dankeschön. Herzlichen Dank. Ja, also den ersten Effekt vom Licht und von den helleren Frequenzen, die uns alle erwarten, merke ich gerade selber. Wenn ich mich jetzt ins Licht kommen will, blendet mich das total. Und deshalb trete ich in meine Komfortzone, nämlich ein bisschen wieder in den Schatten. Und ich glaube, das ist was, das uns allen ganz oft passiert. Wir versuchen das Neue, aber es ist ein bisschen ungewohnt. Es fühlt sich echt schwierig an. Und das Alte ist so vertraut. Und deshalb läuft es bei mir so, dass ich mir eigentlich nur das Thema hochlade. Das heißt, ich lese verschiedenste Aspekte, ich denke nach, ich erlebe. Ich habe das große Glück, dass wir eigentlich so ein Dauerlaboratorium mit meinem Partner Arthur Herzl, mit dem ich auch zusammen bei Raum und Zeit arbeite und in Wuppertal haben. Das heißt, wir probieren all die Dinge aus, ob sie wirklich funktionieren. Denn theoretisch ist immer alles viel einfacher. Und ich stand heute Morgen, ich hatte mir ungefähr gedacht, was ziehst du an, aber nicht die Zeit genommen, das irgendwie rauszulegen. Ich dachte, ziehst du, ja, was Passendes an. Hatte dann einen schwarzen Rock an, ein schwarzes Oberteil und ein orangenes T-Shirt. Der erste, der mich beraten sollte, war mein Sohn, der zum Glück gerade wach war, 18,5, aber ein guter Kritiker, der guckte mich an und sagte, das bist du doch gar nicht, weil sowas ziehe ich schon ganz lange nicht mehr an. Dann kam der nächste Helfer und brachte mir durch Feedback zum Bewusstsein, das bin ich nicht. Und das ist unser aller Herausforderung, was bin ich? Das möchte ich sein. Damit fühle ich mich wohl. Das ist aber nicht ganz dem Bild entsprechend, vielleicht wie ich es vom Alten her habe. Wie sollte denn eine seriöse Referentin über ein Thema aussehen? Und genau da sind wir am Punkt, was wir üben müssen. Das Neue. Als es mir klar wurde, habe ich mich total gefreut, weil das Tolle ist, ich kann hier meine geliebten orangen Turnschuhe anziehen. Die sind auch noch bequem, wenn wir die Messe erkunden. Das heißt, da habe ich einen riesen Vorteil gehabt, nämlich das Neue ist bequem. Das haben wir nicht immer. Und das Ganze hat ganz viel mit unserem Gehirn zu tun. Weil die Frage, wer bin ich? Die hat eigentlich nur den Hintergrund, wo in meinem Gehirn bin ich denn? Wir haben eine ganz spannende Region. Das ist der Frontallappen. Man kann das sogar noch trennen. Es gibt Experimente mit Mönchen, die ganz lange schon meditieren. Und ein Forscher hat die mal verkabelt im Magnetresonanztomographen, heißt das, glaube ich. Und hat festgestellt, dass es eine Gehirnregion gibt, die bei denen zigfach mehr durchblutet ist, als die bei anderen Leuten. Und das ist der linke Frontallappen. Man kann fast sagen, Glück wohnt im linken Frontallappen. Entschuldigung, ich zeige Ihnen keinen Vogel, ja? Ich mache gerade hier mein Glück, aktiviere. Und Negatives eher im rechten. Und wenn ich meinen Frontallappen benutze, dann komme ich zu der Frage, wer will ich sein? Und ich finde, das ist die allerwichtigste. Ich habe einem Klienten, der anrief, davon erzählt, worum es heute geht. Und er sagte, wie? Das hängt doch davon ab, wer ich bin. Das, was Sie sind, ist Vergangenheit. Das ist das Resultat von ganz viel Erziehung, von Prägung, von Dingen, die wir gemacht haben, weil sie funktionieren. Aber das ist nicht unbedingt, wer ich bin oder sein möchte. Was ich jetzt bin, ist die Summe quasi dessen, was vergangen ist. Und so kann man sagen, meine jetzige Gegenwart ist eigentlich nur mein Sprungbrett für Veränderung. Ich würde Sie gern einladen zu einem ganz kleinen Experiment. Ich liebe immer was Praktisches. Ganz kurze Vorstellung. Sie fühlen einen Augenblick lang, wie es Ihnen gerade geht, jetzt so in dieser Sekunde. Wie ist egal diesmal? Also am Ende des Vortrags hoffe ich, es geht Ihnen besser. Im Augenblick dürfen Sie sich noch fühlen, wie Sie wollen.
Also jetzt, wie es Ihnen geht, und dann stellen Sie sich vor, die Person rechts von Ihnen, gucken Sie sie nicht an, einfach mich angucken, ist Ihr größter Kritiker, ist der Mensch, ist der Mensch, der ständig denkt, nur bei allem, was Sie machen, oh mein Gott, machst du das auch richtig, das war wieder falsch, das hättest du besser machen können. Wie fühlen Sie sich, wenn Sie das denken? Okay, jetzt gehen wir raus. Das nächste ist, der Mensch links von Ihnen ist Ihr größter Förderer. Der ist überhaupt nur auf die Erde gekommen, um Ihnen etwas Gutes zu tun. Bei allem versteht der Sie, segnet Sie, liebt Sie. Wie fühlen Sie sich? Und jetzt die dritte Vorstellung. Alle Leute hier im Raum, das stelle ich mir immer vor, alle Leute hier im Raum sind nur gekommen auf diese Erde, um Ihnen zu helfen, um für Sie Unterstützung zu sein, Publikum, Freunde, wohlwollende Helfer. Wie fühlen Sie sich? Okay. Erste Frage. Gab es einen Unterschied zwischen links und rechts? Wer hat da nichts gemerkt? Das heißt, die meisten haben einen Unterschied wahrgenommen, wenn ich das so zusammenfassen darf. Wie war das Gefühl bei dem Ersten, dem Kritiker? Da ich kein extra Mikro für Sie habe, gebe ich Ihnen was vor. Haben Sie sich eng und zusammengezogen und unwohl gefühlt? Oder gut? Unwohl. Ja, okay. Und beim Zweiten? Gut. Und beim Dritten? Gut, ha, da kommen die Daumen, ja. So, und jetzt die entscheidende Frage, der Clou. Wer von Ihnen hat sich aktiv auf seinen Nebenmenschen konzentriert und gesagt, der, böse? Keiner, oder? Das war alles in Ihnen. Die ganze Wahrnehmung hat nur in Ihnen stattgefunden. Wir machen uns die Welt. Wir haben die absolute Macht. Das, was früher Magie war, in diesen ganzen Filmen, die wir toll finden, das ist alles in uns. Wir haben diese Schöpferkraft. Ich habe das selbst erlebt. Wir haben zu Hause so eine Doppelhaushälfte und arbeiten sehr viel mit Klang. Die sanfte Variante bekommen Sie auch vielleicht gleich noch zu hören. Unter anderem natürlich auch so eine große Donnertrommel. Vielleicht sollte ich mal weiterschalten. Und das macht schon ganz schön Krach. Nebenan wohnt eine ältere Dame. Und meine Sorge ist immer, weil ich bin ein Lehrerkind und da musste man mittags immer am besten auch nicht mehr atmen, weil meine Eltern geschlafen haben. Und deswegen bin ich sehr rücksichtsvoll erzogen. Und deswegen ist es für einen Teil von mir immer eine echte Herausforderung, da so, ne, so richtig Krach zu machen. Und dann gingen wir spazieren und treffen die Nachbarin und die Nachbarin grüßt nicht. Oh, jetzt habe ich zu ihm gesagt, jetzt ist es soweit, die mag mich nicht. Die findet das ganz schrecklich, dass wir hier wohnen. Ja. Abends treffe ich diese Nachbarin. Ich meine, der Himmel ist ja immer nett zu mir, der lässt mich meine Vorurteile dann aufdecken. Ich treffe die und die sagt, hey, was ich immer schon mal sagen wollte, wie toll, dass Sie hier wohnen, endlich ist Leben in der Straße. Das war nur meine Sorge, sie hatte mich morgens einfach nicht gesehen. Das war meine Sorge, die dazu führte, dass ich das so interpretiere. Und jetzt kommt die Tragik, ich meine, das ist jetzt nicht neu, der mir gerade entfallene, ja, ist egal, Sie wissen das bestimmt, die Geschichte von dem Hammer und dem Nachbarn. Der Titel ist gerade weg. Auch eine Teil meines Gehirns, ein bisschen aufgeregt bin ich wohl trotzdem. Auf jeden Fall ist es so, dass ein Mann sich vom Nachbarn einen Hammer leihen will und sich schon bevor er klingeln geht vorstellt, und was ist, wenn er mir den nicht leiht? Und sich so richtig hochschaukelt, kennen wir glaube ich alle in der Vorstellung. Und es endet damit, dass er beim Nachbarn klingelt und ihn anfaucht, behalt doch deinen scheiß Hammer. Der Nachbar hat gar nichts gemacht. Eigentlich brauchen wir auch gar keine anderen Menschen. Also aufregen kann ich mich ganz alleine und schlecht fühlen kann ich mich ganz alleine über die Interpretierungen in mir. Und deshalb kann man sagen, unser Gehirn, wunderbares Teil, wenn wir es richtig nutzen,
Wenn wir es unbewusst nutzen, wenn wir es also quasi laufen lassen, macht es Folgendes. Es denkt. Und zwar zu 90%, ah, das kann glaube ich sogar, ha, da, 90% die gleichen Gedanken wie gestern. So halten wir übrigens unsere Realität überhaupt nur aufrecht. Ob das nur ein leeres Bankkonto ist oder irgendwie ein bisschen zu viel irgendwo, wir denken da ja ständig dran. Wir gucken das an und halten den Gedanken, ich habe kein Geld oder ich bin falsch, was auch immer. Ich rutsche, ja, ich glaube, ich rutsche. Okay. Aufrecht. Und dadurch wird es Realität. Nur dadurch. Und diese Gedanken, ist das noch okay? Okay, gut. Diese Gedanken machen in meinem Gehirn neuronale Verknüpfungen. Weil unser Gehirn ist nicht fest, unser Gehirn ist beweglich und wandelt sich. Und zwar passt es sich an, genauso wie Muskeln. Wenn ich einen Muskel sehr trainiere und dann mache ich diese Übung nicht mehr, dann wird kurze Zeit dieser Muskel abgebaut auf Normalmaß. Und so ändert sich auch mein Gehirn. Und diese neuronalen Verknüpfungen wirken natürlich, dass Neurotransmitter ausgeschüttet werden. Und diese Neurotransmitter machen unsere Gefühle. Und da wir immer das Gleiche denken, wirkt es natürlich so, dass wir eine gleiche Realität erleben. Eine der heilendsten Übungen, sollten Sie mal Stress in einer Beziehung haben, ist folgende. Ein paar Minuten am Morgen, ohne es dem anderen zu sagen, denken Sie einfach nur positiv über diesen Menschen. Und wenn es so schlimm geworden ist, dass Sie nur noch denken können, ach, er hat schöne Hände, ist egal. Sagen Sie es ihm nicht. Einfach nur positiv darüber denken und es wird funktionieren. Ein bekannter Psychologe hat dadurch mal die Wartezeit in seiner Praxis, weil er diese Übung seinen wartenden Paarberatungsklienten gab, von einem halben Jahr auf 2 Wochen reduzieren können. Das macht den Wahnsinnsunterschied. Weil was tue ich sonst? Ich denke an meinen Partner, meine Partnerin, der Idiot, schon wieder. Und dann zählt man auf, was er alles nicht macht. Wenn ich dann aber mal drauf gucke, was der andere doch macht, und sei es nur eine Sache, dann geht es viel besser. Und ich freue mich an dem Lachen. Ja, das heißt, ich mache immer die gleiche Chemie und jetzt wird es richtig blöd, weil unser Körper will ja helfen. Wenn ich viel Wut in mir habe zum Beispiel oder auch Gefühle für Depression, dann passiert Folgendes. Der Körper sorgt vor. Die Zellen merken sich das. Wir kriegen zwar alle paar Wochen irgendwie neue Zellen, aber die alte Zelle gibt ihre Information der neuen Zelle und sagt, pass mal auf, du musst ganz viele Rezeptoren für Wut oder Depression oder Ärger haben. Und sagt sie, prima, ist okay, gut, dass ich das weiß und macht sich ein paar Schnittstellen mehr. Und wenn ich dann wieder in dieses Gefühl komme, sagt mein Körper, mein Gehirn, auch prima, da habe ich ein paar Fässer und das kippt sie aus und dadurch bin ich überflutet mit dieser Chemikalie und daran gewöhne ich mich. Wenn Ihre Mutter immer mit sehr viel Salz gekocht hat, dann gewöhnen Sie sich daran und finden das normal. Und wenn Sie dann woanders zum Essen sind, dann schmeckt es laff. Nicht, weil es laff ist, sondern nur, weil Sie es gewöhnt sind. Oder jemand, der scharf isst, zum Beispiel. Das heißt, wir sind auf wunderbare Weise flexibel. Das Problem ist nur, dass im Körper diese Sachen eine Wirkung haben. Und Stress, ich meine, Joe Dispenza, ein amerikanischer Forscher und Psychologe, sagt, 90% aller Erkrankungen gehen letztendlich auf Stress zurück, weil der in unserem Körper so viele schwierige Sachen macht. Wir werden süchtig nach dieser Chemie in uns. Und da kommt dieser fatale Suchtmechanismus rein, weil wenn ich eine Sucht habe, dann fühlt sich das in dem Moment, wo ich dem nachgebe, gut an. Selbst wenn ich nicht rauchen will, in dem Moment, wo ich das Ding, oh, tut es gut. Aber es tut eben nicht gut. Und will ich es lassen, was ja gut wäre, tut das nicht gut, weil wie ich die Raucher in meinem Umfeld sehe, denen tut es dann nicht gut, weil die wollen die Zigarette. Und das geht mit allem so. Egal welche Aspekte da beteiligt sind. Und ich habe immer gedacht, ich hätte mit Sucht überhaupt nichts zu tun.
weil so diese offensichtlichen Sachen, die hatte ich nicht. Da habe ich schon aufgepasst, weil das ist in meiner Familie eher mal so. Aber dass es auch emotionale Reaktionen sein können, die dann immer wieder abgespult werden, das ist mir dann später bewusst geworden. Weil es fühlt sich einfach vertraut, es fühlt sich gut an, selbst wenn es nicht das ist, was wir wollen. Und so ist auch zu erklären, warum viele Menschen schwierige Lebensumstände nicht verlassen. Weil sie haben vielleicht Freunde, die bleiben bei irgendeinem Mann, der die total mies behandelt. Oder kennt man zumindest im Fernsehen. Da denkt man doch, ist sie blöd, warum geht die dann nicht weg? Weil sie süchtig ist nach dieser Art von Behandlung, die sie wahrscheinlich in der Kindheit schon kennengelernt hat und die im Gehirn verdrahtet ist mit normal. Und da ist die Herausforderung, das Neue fühlt sich erstmal nicht vertraut an, denn es ist ja nicht mit einer Emotion verknüpft. Das ist fremd. Und fremdes Terrain ist echt schwierig zu betreten. Und deswegen können wir üben. Wir können tatsächlich in unserem Gehirn neue Türen öffnen. Das geht umso leichter, je weniger Stress wir haben, weil Stress macht etwas im Hippocampus. Cortisol wird ausgeschüttet und das reduziert gerade jenen Gehirnbereich, der uns eigentlich hilft, in was Neues reinzutreten.